Hallo, heute zeige ich dir, wie du anhand eines ganz simplen Tests guten Safran erkennst. Und ich zeige dir jetzt, wie du feststellen kannst, ob du guten Safran gekauft hast oder sogar falschen. Brauchen tust du dafür genau ein Safranfaden und nach Möglichkeit etwas Wasser, entweder mit der Zunge den Finger befeuchten oder was wir jetzt machen, mit ganz wenig Wasser. Und jetzt zeige ich dir, wie das funktioniert. Also funktionieren tut das folgendermaßen. Ich gehe jetzt mit dem Finger in das Wasser hier rein und tippe dann auf dieses Safran-Fädeli. Und du siehst, dadurch, dass ich den nur mit ganz wenig Wasser angedippt habe, siehst du, glaub schon, was ich meine, diese Gelbfärbung vom Safran. Also, wenn du dich gerade im Urlaub befindest und mit den Gedanken spielst, billig Safran einzukaufen, dann benutze diesen Test, feuchte deinen Finger an, reibe es auf eine Serviette. Wenn sich das gelb färbt, dann kannst du davon ausgehen, dass es guter Safran ist. Und falls du doch daneben gegriffen hast, bei uns gibt es Supernatchin Safran, Top-Qualität zu einem super Preis. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Ausprobieren, wünsche dir einen schönen Tag. Alles Liebe, dein Marcel Prinz.